Ausgerechnet Wiggler ist aggro und möchte den Wigglerzug stoppen. Das darf ihm unter keinen Umständen gelingen. Da wären wir nun also beim Hauptbahnhof. Na, wer von euch hat Lust auf eine Zugfahrt? Ich lade euch ein in die erste Klasse. Los geht's! Ah, endlich! Endlich! Kommt, Freunde! Das ist der Schnellzug zur Speispitze. Ich hinke dem Fahrplan schon gefährlicher hinterher als die Deutsche Bahn. Wagner, was ist mit dem Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen? Haha! Kümmern Sie sich nicht um solche niedere Angelegenheiten, süße, erhabene Genie. Überlassen Sie das mir und meinem Zug. Wir brettern einfach mitten durch. Keine Sorge. Seien Sie unbesorgt. Wenn Ihre Freunde auf der Speispitze verweilen wollen, werden sie in meiner Gunst und unter meinem Schutz stehen. Alter, in Deutschland wäre der Typ schon längst gecancelt aufgrund von sexueller Belästigung. Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht! Nein, nein, nicht den holprigen Pfad, der vor uns liegt. Meine Radsätze ruhen auf Gleitlagern, die eine stoßfreie Federung meiner Hornblöcke ermöglichen. Ja, das ist ganz toll, aber könnten wir uns bitte auf den Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen konzentrieren, statt auf Stoßdämpfer? Alles einsteigen! Die Kraft des Dampfes steht in Ihren Diensten. Legen wir uns ins Zeug für die Herrlichkeit von Terra Flora! Ja! Juju! Der Zug ist aber echt mal schnell. Oh, wütende Wiggler auch. Ein wütender Wiggler. Ah, die Finsterzeitaugen sind wohl schuld. Denn eigentlich habe ich mir gar nichts getan. Das wird interessant. Sehr uniker Kampf. Die spawnen wohl auch erst nach und nach, weil wir müssen 16 Ziele zerstören. Ich sehe aber nur 3. Und ansonsten bekannte Gegner, auf die ich mich jetzt einstellen werde. Versuchen wir es mal mit diesen 3 aggressiven. Bowser hat jetzt bei seinem Robo-Koopa den Super-Effekt Feuer. Mario und Rabbit Mario haben mehr KP bekommen, weil was anderes nicht möglich ist. Und das sind meine Sparks. Er hier wurde auf Level 4 geupgradet, weil wir ihn wahrscheinlich recht häufig brauchen werden. Zumindest für die hinteren Gegner. Ey! Der rammt einfach den Zug. Gibt's ja nicht. Ich wollte eigentlich auch Peach mitnehmen, weil ich schon denke, dass ihr Schutzschild hier sehr effektiv ist. Aber mit ihr spielen wir auch so oft. Deswegen habe ich mich jetzt mal für ein anderes Setup entschieden. Auch wenn das wahrscheinlich deutlich mehr Schaden pressen muss. Und das geht ja gut los. Der Stampfer ist direkt mal schief gegangen. Aber dann muss einfach jemand nachjoinen. Bowser, du zum Beispiel. Dann können wir auch gleich mal deinen Stampfer benutzen. Ja gut, außer man landet auf der blöden Kiste, dann nicht. Digga, lost. Windstoßangriff. Für mehr Schaden. Ein Dash.
Ein Sprung. Der eine Schuss geht auf ihn. Der andere auf das einzelne Ziel hier. Und dann gilt es, sich zu verstecken. Irgendwo. Bowser ist eigentlich für die Bazooka da zuständig, aber vielleicht mache ich es auch mit Rabbit Mario, ich bin noch nicht ganz sicher. Killen würde den das auf jeden Fall nicht. Nee, dann nutzen wir lieber die Dashes von Rabbit Mario. Und seine Faustschläge. Damit in Kombination sollten wir ihn killen können. So nervig, wie viel KP die haben, ne? Ja, damit geht er auf jeden Fall drauf. Muss aber vorher noch überprüfen, ob Bowser auch die Ziele treffen kann da hinten. Ja, alles klar. Boom! Das muss dem armen Wiggler aber mächtig wehtun. Mario, komm mal nach hinten. Ich glaube, da bist du nämlich noch ein bisschen sicherer. Und Bowser? Ja gut, da kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Schade, ich hätte ihn eigentlich hinter die fette Kiste stellen müssen. Dann hätte er mehr Schutz gehabt. Also auch das ein kleiner Fehler, der mir häufiger passiert. Aber es wird nicht bestraft. Oder? Nein. Sehr gut. Dieser blöde Wiggler rammt ständig unseren Zug und zerstört unseren Schutz. Somit bin ich gezwungen, weiter nach vorne zu gehen. Boah, hier sind jetzt drei Ziele. Eigentlich muss ich Rabbit Mario gleich mal hier lassen. Oder Bowser. Weil das die einzige Möglichkeit ist. Die Augen zu zerstören. Und ich würde mal sagen, wir machen es mit Bowser, weil hier sind jetzt zwei der Wasserknechte. Die kann Rabbit Mario halt super mit dem Elektro-Dash Hops nehmen. Also los! Let's do it! Da der Spark jetzt auf Level 4 ist, erwarte ich auch, dass die sterben, bitte. Ja, sehr gut. Perfekt. Dann müssen wir ihn eigentlich nur noch irgendwie nach vorne bringen. Und Vorsicht, hier sind die Sniper mit ihren Ults. Da komme ich eigentlich nur vorbei, wenn ich mich unsichtbar mache. Erstmal noch ein bisschen nach vorne gehen mit Bowser und dann die Bazooka benutzen. Let's go! Drei weitere Ziele zerstört. Ja, was machen wir mit Mario eigentlich noch? Geht halt nicht viel. Von hier aus schießen dürfte auch schwierig werden. Ich probier's trotzdem. Ja, doch. Auf die Augen geht nicht, aber auf die Gegner. Oh, sogar beide Male getroffen. Das ist mehr als erwartet. Vielleicht stelle ich mich dann auch da vorne hin und aktiviere meine Heldensicht. Die ist schon sehr weitreichend. Ja, warum nicht? Mach es! Rabbit Mario wird sich jetzt unsichtbar machen. Und dann glaube ich, kann ich schon nach vorne zu den Augen. Ja, wobei, nein. Ja, wenn ich jetzt mit Mario noch nicht geschossen hätte, hätte ich springen können. Auch wieder ein kleiner Fehler vielleicht. Aber wir haben Zeit. Oh, die sind nicht dumm. Sie bewegen sich nicht. Dadurch wird die Heldensicht nicht ausgelöst. Oh, der Wiggler ist noch weiter nach vorne gegangen. Was soll denn das? Bleib gefälligst da. Ich weiß jetzt nicht, ob Rabbit Mario da das Ziel treffen kann. Wir müssen uns erstmal mit allen weiter nach vorne bewegen, bitte. Oh ja, stimmt. Und Bowser da hochbringen. Wegen dem Stampfer. Dann ist der schon mal tot. Lass dich fallen, Bro. Boom. Und eigentlich könntest du dann die Ziele hier treffen. Mein, why not? Klüger wäre es jedoch, da vorne noch runter zu springen. Und den Aero-Shaker zu benutzen.
Ja. Dann wird er gut durchgewirbelt. Verdammt. Das macht mir aber auch Schaden, weil der gegen mich gedonnert ist. Was zum Teufel? Was ist das denn? So, und dann wird von hier aus jetzt auf die Augen geballert. Kaboomska! Mehr kannst du nicht tun. Irgendwie noch die Gegner loswerden. Wäre schön. Mario und Rabbit Mario können es ja versuchen. Ich glaube, ich werde mit Mario springen. Darüber gehen. Dashen kann ich den nicht. Ich kann aber hier springen und zweimal stampfen. So, und jetzt noch auf einen oder beide schießen. Das würde den nicht killen. Jedenfalls nicht sicher. Wie sieht es beim anderen aus? Beide nicht sicher tot. Das ist ein Crash. Dann schieße ich auf den, weil der ist oben. Und somit schwieriger zu erreichen für Rabbit Mario. Und vielleicht kriegen wir einen Crit. Nein. Ausgerechnet jetzt kriegen wir keinen Crit. Ich konnte auch nicht mehr oben landen für einen Dash, leider. Oh, warte doch. Natürlich komme ich da hoch. Ja! Dann ist er doch tot. Okay, Rabbit Mario. Now it's your turn. Oh, das wird sehr, sehr knapp. Ich glaube, das reicht noch. Ja. Okay. Dash. Dash. Und kill. Ja, wichtig. Sehr, sehr gut. Hinten kommen die nächsten Gegner. Und wahrscheinlich geht der Wiggler jetzt auch zurück. Weil der ist schon ganz vorne. Ja. Sogar ganz nach hinten. Boah, was ist das denn? Da komme ich jetzt niemals hin. Schon ein bisschen unnötig. Die Mitte hätte völlig gereicht. Bowser braucht einmal den Teamsprung, um anzuknüpfen. Ja, ich muss von Plattform zu Plattform springen. Dann könnte es noch klappen. Ja, ich komme zumindest einigermaßen in Position. Hier irgendwo verstecken dann. Und die Bazooka auspacken. Ich treffe diese zwei Augen. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Aber weißt du was? Wir packen jetzt sogar mal die Robo-Koopas aus. Ich weiß nicht, ob die erreichen können, aber wir probieren es einfach mal. Mehr kann Bowser eh nicht tun. Oh, das sieht krass aus. Wir schaffen es nicht, oder? Weiß aber nicht. Vielleicht fangen die ab. Sollten die sich in den Radius bewegen. Oder sie fangen den Schaden ab. Kein Plan. Noch nie genutzt. Wir werden es rausfinden. Mario braucht auch den Teamsprung, oder was? Digga. Okay. Dann kommen wir mit ihm aber auch nicht mehr weit. Verdammt. Nee. Also mit viel Glück treffen wir da hinten vielleicht ein Ziel. Das war's. Ja, völlig für den Arsch. Das bringt alles gar nichts.
Wack! Der ist viel zu weit weg. Los geht's! Der blöde Wiggler. Red Mario kann noch springen, ja. Ist aber nicht so optimal. Normaler Mario wäre mir ja lieber gewesen. Ich glaube, da greife ich lieber die Gegner an. Real Talk. Es ist einfach sinnvoller. Komm. Hau sie weg. Oder soll ich jetzt doch nochmal nach hinten springen? Na gut. Hier das einzelne Ziel. Das kriegst du. Gut. Kann Mario jetzt eigentlich auf diese Rabbit Cooper schießen? Nein. Nur auf die normalen Gegner hier. Okay. Mehr ging nicht. Ah, cool. Die lösen sich tatsächlich aus, wenn die Gegner in den Radius laufen. Und fangen Schaden ab. Oh, das ist schon sehr schmackhaft. So, da kommt der Dödel jetzt wieder nach vorne. In die Mitte. Jetzt müssten wir es eigentlich schaffen können. Rabbit Mario, du zuerst. Kannst du sogar 3 der Ziele treffen? Yes. Sehr geilo. Ja, dann sind es nur noch die 2. Wir haben es geschafft. Lief doch trotzdem ganz gut. Schönes Battle. Mal wieder was Neues. Und die Robo-Cooper von Bowser waren auch sehr überzeugend. Ein großer taktischer Zugewinn. Den ersten Finsterzeit-Kristall dieser Welt haben wir somit. Nun auf zur Speispitze. Armer Wiggler. Schicksal. Liebste Genie, meine Zuckersüße, der meine unsterbliche Liebe gilt. Es ist der Wille des Schicksals, dass unsere gemeinsame Zeit hier endet. Oh, das sieht wirklich schlimm aus. Meine Steamy. Während Sie zur Speispitze reisen, muss ich hier ausharren und meine geliebte Steamy wieder in Schuss bringen. Gut. Also, danke für... Unbändiges Verlangen. Verbergen Sie Ihren Kummer, Genie. Gehen Sie, ziehen Sie los zur Speispitze, bevor ich meinen Schwur gegenüber diesem großen, antiquierten Lastesel breche. Ja, gut, ein bisschen aufdringlich ist er schon, ne? Aber noch im Rahmen, finde ich. Er ist ja nur nett. Was, wieder ein Rückweg? Sieht schon so aus, ne? Lassen wir die Kanone erstmal. Oh, hier ist eine Spark-Mission. Ich finde, das bietet sich jetzt ganz gut an. Was soll ich bloß tun? Erfüllt von Kummer fasse ich mir an die Brust. Doch ich bin machtlos und kann meinen Zug nicht zum Reparaturbahnhof bringen.
Antriebsprobleme? Kann ich helfen? Bitte, ich mag Züge. Sie sind mutig, werter Herr. Doch selbst mit ihren Kräften können wir meinen Zug nicht über jene Gleise bewegen, welche doch so von Dornen überwuchert sind. Dann lass uns dir helfen. Wir werden einen Dorn nach dem anderen an der Wurzel packen und ausreißen. Das ist das Mindeste, das wir tun können. Ihr tapferen Retter! Ich werde sogleich alle Vorbereitungen für unsere Reise treffen und meine Dampflok wässern. Erklimmen Sie diese Leiter, um zum ersten Dorn zu gelangen. Na dann, von wegen Abschied. Weiter geht's. Ich frag mal nicht, wie diese Verbindung möglich ist. Schließlich ist das hier eine fliegende Insel. Aber gut. Die Dornen müssen weg. Diddy und Dixie Kong sind gerade nicht da. Dann müssen wir das tun. Aber wie? Bowser, du könntest sie einfach abfackeln. Wie bitte? Du bist momentan etwas heiser? Du kannst nicht Feuer speien? Was kannst du eigentlich? Ich hoffe, es findet sich eine andere Lösung. Achso, es war ein Schalter. Huch. Ja, ich muss mal lernen, die Unterschiede zu erkennen. Da, wo Wurzeln dran sind, da spammen. Beim anderen Schalter nicht spammen. Und natürlich habe ich das falsche Intervall getroffen. Oder? Was ist mit der Brücke dort oben? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, der Spark wartet da vorne. Dieser Dorn will nicht weichen. Zu schade, dass wir nicht einfach drüber fahren können. Puh. Aber guck mal, die neue Biebaufähigkeit regelt, selbst im Abbau von Pflanzen. Hoffentlich biologischer Abbau. Okay. Eins von drei. Weiter so. Und nebenbei bauen wir Wege da, wo es Sinn macht und niemanden behindert. Auch hier, glaube ich, sind das lediglich Rückwege. Ah, wobei, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Das hier ist für den Schlüssel. Aber ich brauche erstmal wieder eine Möglichkeit, die Brückenposition zu ändern. Ich sehe hier keine Möglichkeit dazu. Kommt das noch? Weil ich kann ja sonst da nicht mehr rauf. Dann wäre die ganze Sache hier aber doch sehr linear. Wo soll das denn jetzt hinführen? Ach, zurück auf die untere Insel. Okay, dann ist die Sache glasklar. Guck mal. Hier. Supi. Den ignorieren wir. Und da wären wir schon. Noch ein Dorn. Ich seh's. Ein Klacks. Dann auf zum letzten. Da unten war, glaube ich, irgendwo das Schloss. Ich hab's doch gesehen. Ja, hier. Wunderbar. Und was geht denn da hinten ab? Sabine, die Wächterin dieses Planeten, bewirbt ihre modernen Lifestyle-Produkte mit leicht übertriebenen Slogans.
Zum Beispiel damit, dass sie die galaktische Wrestling-Meisterschaft Kampf der Galaxien allein dank ihres entgiftenden Honiggesichtswassers gewonnen hat. Ja gut, ich wollte gerade sagen, Werbung muss schon auch auffällig sein. Genauso wie YouTube-Thumbnails und Titel, das ist halt nun mal der Zeitgeist. Und alles wird immer auffälliger, weil man sich sonst satt gesehen hat. Aber die Werbung sollte halt schon bei der Wahrheit bleiben. Und ob das so stimmt, wie sie behauptet, ich weiß es nicht. Zweifelhaft, oder? Das war alles? Lol. Sieht so aus, als wäre der Reparaturbahnhof verseucht. Finsterzeitpfütze auf den Gleisen. Wenn das hier ein Raumschiff wäre, könnten wir einfach drüber fliegen. Ich sag ja nur. Provozier mich nicht, Beepo. Hilfe! Ich mach das schon. Wir müssen den Zug anhalten. Und das tun wir, indem wir den Bereich erreichen. Ach so, weil wir dann den Hebel drücken können für die Notbremse. Alles klar. Cool, cool, cool. Feuerfässer. Und so viele Bob-Ombs? Ich glaube, eine Massenexplosion wäre gar nicht mal so dumm. Klare Sache, alle Helden brauchen mehr Bewegungsfreiheit. Bei Peach habe ich noch zusätzlich die Waffenreichweite erhöht. Und das sind meine Sparks. So, du drückst gleich mal auf den Schalter. Mhm. Dann kommen wir zu dem. Und der andere ist da links, ne? Alles klar. Dann muss ich Mario vorher da raufbringen. Und wir brauchen die Teambarriere. Stimmt, vergessen zu erwähnen. Habe ich geupgradet. Jetzt gibt's 3 Schilde. Sehr geil. Luigi und Peach, ihr müsst da nach rechts. Und wie immer muss Peach nach vorne preschen. Also, wie weit kann Luigi laufen? Bis hierhin, okay. Let's go. Lol, was? Sie kommt alleine schon zum Schalter? Okay, Peach. Das ist ja irre. Hey, was sind das hier für Plattformen? Die habe ich noch nie gesehen. Ach so, das sind die Sprungplattformen. Die sahen nur gerade sehr komisch aus. Lol. Okay. Kann ich von hier aus eigentlich schon diese Massenexplosion auslösen? Lul. Okay, aber warte trotzdem mal damit. Warte. Ganz gechillt bleiben. Wir müssen planen. Also Mario möchte ich ganz gerne hier raufbringen. Damit er dann zu dem anderen Schalter gehen kann. Warte, schaffe ich das vielleicht sogar jetzt schon direkt, indem ich weiterfliege nach dem Jump? Wobei, ich verletze mich hier, oder? Ach, man kann gar nicht auf die Fässer springen. Ach so. Ja, gut. Ich hatte die Hoffnung, ich könnte da drauf springen und dann weiterfliegen. Schade, aber zumindest ist er schon mal in der Nähe. Und Luigi, ich kann es selber nicht fassen, aber du wirst tatsächlich gar nicht gebraucht. Was ist denn hier los? Lösen wir ein Chaos aus. Was zur Hölle? Das ist ja kompletter Wahnsinn. Aber sehr schön, hier ist niemand mehr. Peach, du brauchst nicht einmal Angst haben. Luigi eigentlich auch nicht wirklich, aber ich mache ihn trotzdem mal unsichtbar. Und gehe nach vorne. Plus aktiviere Eisenblick. Weil, why not? Das könnte dann auch noch die restlichen Bomben hochjagen. Lul.
Ach so, wobei stimmt, wir haben, warte mal, wir haben vier Schutzschilde, also ehrlich gesagt, wäre das schon ein bisschen dämlich. Wenn ich deswegen jetzt mich unsichtbar mache, dann doch eher in der nächsten Runde. Oh, mehr ist gerade nicht passiert durch den Schuss, schade. Ja. Mit Mario mache ich nichts mehr. Und das war aber geil. Schöne Kombi. Hat nicht für den Kill gereicht. Oh, und er kann mich tatsächlich zu sich ziehen. Kann mir aber halt nichts wegen den Schutzschilden antun und tötet sich selber durch die Schutzschildexplosion. Geil. Hast du davon, du Knecht? Ja, wie viele Gegner denn noch? Okay. Mario, könntest du bitte den zweiten Schalter drücken? Damit wir das hier so schnell es geht beenden können. Ich glaube, das war's ja sogar schon, oder? Ich traue Peach zumindest zu, dass sie da hinkommt. Ich meine, sie hat es auch zur ersten Röhre einfach First Try geschafft. Ansonsten, Luigi, damit du dir nicht ganz unnötig vorkommst in diesem Battle, mach's einfach du, okay? Also das denkst du schon, du bist ausrangiert. Bist du natürlich nicht. Nee, alles gut. Luigi, du bist doch unser bester Mann. Guck mal. Dir wird die Ehre zuteil, den ganzen Shit hier zu beenden. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Mega Teamwork. Absolut beeindruckend. Der Wigglerzug erstrahlt in neuem Glanz. Wunderschön. Sie haben meine grenzenlose Dankbarkeit, liebe Freunde, denn nur dank Ihrem kühnen Handeln kann mein Zug wieder in vollem Glanz erstrahlen. Vielen Dank, dass Sie auch die Gleise geräumt haben. Es war schon immer mein Traum, über die Schienen zu rollen. Aber jetzt, wo der Zug wieder fahren kann, könnte ich vielleicht bei euch ankoppeln? Leben Sie wohl, Freunde! Leben Sie wohl, alle miteinander! Sollten Sie jeden Wunsch nach Beförderung hegen, der Wiggler Express wird immer seine Türen für Sie öffnen. Für 1000 Euro pro Fahrt. Wie bitte? Naja. Freut mich auf jeden Fall, dass wir heute zwei sehr coole Missionen hatten. Und nächstes Mal geht es dann zur Speispitze.